Hallo zusammen, wir haben ja eine kleine Videoreihe gestartet, wo wir euch so ein paar Begriffe rund ums Thema Sattel, Zubehör und allem möglichen Sachen, die damit zu tun haben, das Ganze mal ein bisschen näher bringen wollen und auch ein bisschen erklären wollen. Im letzten Video haben wir euch die Dressursattel erklärt, heute wollen wir gerade mit den Springsätteln weitermachen. I'm OG, y'all new to the game. Wir haben jetzt zwei Iconic Springsättel vor uns und an denen werde ich euch das Ganze jetzt mal probieren, etwas näher zu erklären. Wie gesagt, ich möchte da nicht zu tief ins Detail gehen. Wir wollen da letztendlich nur so die Basics abklären. Wieso, weshalb, warum. So, also, Springsattel. Springsattel hat in der Regel ein kurzes Sattelblatt mit einem Vorschnitt. So, der Vorschnitt ist je nach Satteltyp, Sattelmodell, fällt er unterschiedlich groß aus. Hier haben wir jetzt so ein, ja, ich würde mal sagen, so ein mittelgroßen Vorschnitt. Also Vorschnitt spricht man davon, wie weit nach vorne geht das Sattelblatt. Natürlich umso höher man springen möchte, umso mehr Vorschnitt kann man gebrauchen. Ist kein Muss. Das kann jeder für sich entscheiden. Ja, so. Nächster Punkt beim Springsattel. Springsattel hat immer einen flachen Sitz. Das heißt, dass der Sattelsitz hier nicht so tief ist, dass der hinten relativ flach gehalten ist. Warum? Beim Sprung hebt man sich hier raus und muss ja bei der Landung hier wieder drauf kommen. So, wenn man jetzt einen Dressursattel hätte, zum Beispiel, würde man zum einen sein Knie nicht weit genug nach vorne kriegen und würde beim Einsitzen die Gefahr laufen, dass man hinten auf den Hinterzwiesel drauf kommt und so nicht ordentlich einsitzen kann. So, beim Springsattel hat man immer drei Gurtstufen, die hier in der Regel aus der Mitte rausziehen. Wir haben hier vorne das kleine Klötzchen als Kniepausche und was wir auch immer beim Springsattel haben, ist die Wadenpausche. Jetzt gibt es natürlich auch Springsattel, da ist die nicht mit dabei, da ist die zum Kletten, wenn man die sich auch abnehmen möchte, aber in der Regel hat man diese beiden Pauschen. Warum? Dass beim Sprung, bei der Landung und generell beim Reiten das Bein einfach besser gestützt ist. Es geht hier lang und geht wieder hier vorbei. So, das heißt, wir haben hier hinten an der Wade, dementsprechend auch Wadenpausche, nochmal ein bisschen besseren Halt. Wie bei jedem Sattel auch, gibt es Knie- und Wadenpauschen in unterschiedlichen Größen. Hier fallen sie jetzt relativ klein aus, gibt aber auch wirklich viel, viel und bedeutend größere Pauschen. Ich persönlich bin der Meinung, es ist egal, wie groß oder klein die Pausche ist, sie muss nur an der richtigen Ort und muss nur an der richtigen Position sitzen, dass er einen auch dann eben hilft, wenn man sie braucht. So. Gucken wir uns hier nochmal von unten an, ob uns da noch irgendwas Besonderes auffällt. Nee. Also auch hier wieder, wie mit dem Vorschnitt gezogen, geht dann auch dementsprechend, der Dressursattel würde jetzt hier mehr oder weniger gerade runter gehen. Hier haben wir eben noch den leichten Vorschnitt mit drin. Aber ansonsten ist der Sattel gleich aufgebaut wie ein Dressursattel auch oder wie ein Vielseitigkeitssattel auch. Also generell vom Aufbau an sich gibt es da weiter keine großen Unterschiede. So, wenn ihr euch jetzt die beiden Sattel mal anguckt, würde er mich vielleicht für leicht verrückt erklären, aber dieser Sattel und dieser Sattel ist zum einen das gleiche Sattelmodell, das sollte man erkennen, aber es ist auch das gleiche Leder, also der Sattel hier sah mal genauso aus. Und wenn ihr wissen wollt, wieso, weshalb, warum, wie das Ganze zustande kommt, das erklären wir euch in einem anderen Video. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es einfach hier unten in die Kommentare rein oder wenn ihr irgendwelche konstruktive Kritik habt, dann lasst uns wissen. Ansonsten wünsche ich noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao.